So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Kerbal Space Program Let's Guide Playthroughs, I guess. Und ja, legen wir mal direkt los oder machen wir mal direkt weiter vielmehr. Denn in der heutigen Folge geht es nochmal ans Docken, aber nicht so wirklich ans Docken, sondern ans Soft-Docken. ans Encounter kriegen, I guess. Wir werden nämlich dieses schöne Schiffchen, wollte ich gerade sagen, diese schöne Station hier und unseren schönen Satellite Launcher Mark One. Der übrigens einen kleinen, was heißt einen kleinen Ausflug, der ist, also das eigentliche Ziel dieser Mission war es halt nach Minmus zu kommen, was wir geschafft haben. Dann haben wir da auf dem Weg dahin ein paar, also den Satelliten und dann gibt es da noch irgendwo einen Satelliten, da diesen Satelliten und diesen Satelliten, den haben wir gestartet. Habe ich gerade alle gezählt? Moment. Eins, zwei, drei, wo ist nochmal der vierte? Eins, zwei, drei. Haben wir nur drei gestartet? Habe ich nur drei gestartet? Ich dachte, wir hätten vier gestartet. Interesting, I guess wir haben nur drei gestartet. Egal. Wir haben auf jeden Fall mehrere Satelliten gestartet, wie ihr hier seht. Das hat alles geklappt. Wir sind auch auf Minimus gelandet. Auch das hat geklappt. Und danach habe ich bemerkt, ich habe noch viel zu viel Sprit über und habe spontan beschlossen. Wir fliegen nochmal kurz rüber zum Mond und schmeißen in unser Science-Labor ein paar Proben rein. In unser Science-Labor auf unserer Station. Und die werden wir dann analysieren. Und wenn wir damit fertig sind mit dem Analysieren, logischerweise, werden wir die in noch mehr Science-Punkte konvertieren, als wenn wir sie einfach zurück nach Körben bringen würden. Deswegen, ja, for Fun and Profit machen wir das jetzt, beziehungsweise for Fun and Science Points. So, wo waren wir da stehen geblieben? Genau, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ich glaube, der Orbit war eh schon ganz gut. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist hier ein paar Orbits warten. War das nicht so? Wir könnten jetzt auch noch ein kleines Burn-Manöver machen, natürlich, aber, so, Time Warpen wollen wir irgendwie hier so hin. Note in 3 Tagen, 2 Stunden. Aber wir könnten natürlich so ein kleines Burn-Manöver machen, das hier beschleunigen, logischerweise. Ui, das geht aber ganz schön ab hier. Aber wir könnten das jetzt natürlich beschleunigen, indem wir jetzt ein kleines Burn-Manöver machen an der Stelle hier. Aber es ging eh jetzt relativ schnell. Also, meine ich, dass wenn wir diesen Orbit jetzt hier noch ein bisschen vergrößert hätten, dann wäre dieser Encounter etwas schneller passiert. So, was haben wir denn da jetzt für eine Separation? 9,2 Kilometer. Okay. Dann würde ich mal sagen, löschen wir jetzt die Manövernote erstmal wieder. Und gibt es eigentlich bei Manövernotes eine Möglichkeit, auf unser Target zuzuburnen? Ne, das sind. Ne, 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 das gibt es nicht, oder? Moment mal, wenn ich auf den anderen Orbit klicke, vielleicht? Ne. Also, man kann bei Manövernotes nicht einstellen, dass man auf das Target zuburnen will, anscheinend. Interesting. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, aber wäre auch irgendwie vielleicht eine ganz praktische Option. Was ist das für ein Strich da? Ach, das ist der Orbit vom Mond. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komischer Strich hier? Der hat hier oben so ins UI reingezeigt. Ich dachte, das wäre, würde irgendwie aufs UI zeigen oder so. Also ich würde sagen, wir quicksaden einfach mal kurz und dann burnen wir mal ein bisschen auf. Actually, Moment, in welche Richtung fliegen wir gerade? Wir fliegen gerade in die Richtung. Das heißt, wir burnen, anstatt direkt auf unser Target zuzubauen, ein bisschen unten runter, quasi. Falls das Sinn macht. Und dann korrigieren wir nämlich unseren Prograte-Marker, so dass der langsam, also dass er sich noch ein bisschen schneller in Richtung Target dreht. Und dann haben wir jetzt gleich eine Separation von etwas 10,2 Kilometer. Wieso verbessert sich das gerade? Habe ich gerade vorgequicksaved? Bin relativ sicher, ich habe vorgequicksaved. Ich quicksave es einfach nochmal, egal, wir haben jetzt kaum Delta V verbraucht, irgendwie 4 Meter die Sekunde, das ist schon okay. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, was zur Hölle. Das sind zwei Intersections, oder da ist jetzt nur eine zweite Intersection generiert worden. Ich wollte gerade sagen, WTF, wieso geht meine Separation hoch? Ja, logischerweise. Die andere Intersection hat mir irgendwie erst nicht angezeigt, anscheinend, keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen verwirrt zuerst. Aber ja, wir werden jetzt hier auf unser Target noch ein bisschen zubauen. So, dann haben wir gleich eine Separation von ungefähr 3,8 Kilometern. Das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt kurz hin und Time Warpen da kurz etwas näher hin. Dann drehen wir uns kurz auf Retrograde und killen mal kurz ein bisschen von unserem Momentum. Dadurch wandert dieser Marker ein bisschen weiter weg. So. Und dann drehen wir uns wieder, nachdem wir jetzt ein bisschen von unserem Speed aufgeburnt haben und gehen hin und burnen wieder Richtung Target. Und dadurch verringert sich unsere Separation natürlich wieder. So. Und dann drehen wir uns gleich wieder Retrograde. Ich weiß nicht, was meine Ziel-Separation ist. 3 Kilometer geht eigentlich. Geht das klar? Gute Frage. Not sure. Target Position, okay. Ich würde sagen, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Speed runterburnen. Ich baue mich jetzt mal auf 0 Meter runter, glaube ich. Das macht, glaube ich, Sinn, das mal einmal kurz zu machen.
Und da sind wir gleich auch schon. Kann ich sehen, wie viel Sprit ich noch in den Tanks hier habe? Ja, ein bisschen Sprit haben wir noch. Die 45 Meter Sekunde werden das sein. Das ist ein bisschen Sprit da. Denke ich mal. Ich bin mir recht sicher, das Spiel zeigt mir, dass da entsprechend schon eigentlich lustig, wie jetzt hier eine Intersection stand ist. Okay, sehr interessant. Aber während die da immer weiter wegwandert. So. Jetzt sind wir auf mehr oder weniger Null und jetzt drehen wir uns einfach auf unser Target und burnen einfach geradewegs direkt darauf zu. So, das ist nicht perfekt. Ich habe gerade ein bisschen daneben geburnt tatsächlich. Aber es macht nichts. 1,2 Kilometer, 900 Meter, 800 Meter. So, das sollte es genügen. Relativer Speed 7,2 Meter die Sekunde. Okay, dann timewarpen wir das rüber. Also da haben wir jetzt den Encounter. Das ist hier, das ist das Soft-Docking-Manöver in Anführungszeichen. Falls ihr euch fragt, warum ich das als Soft-Docking-Manöver bezeichne, der Grund ist ganz einfach. Wie ihr vielleicht seht, das Ding hier hat keinen Docking-Port. mit anderen Worten, was wir jetzt hier gleich Schönes machen werden, ist, wir werden nicht docken, sondern einfach nur in die Nähe davon fliegen und dann wird unser Kerbal aussteigen und rüberfliegen und dann die Science-Daten ins Labor reinschmeißen. Manuell, von Hand quasi. Und that's it. Das, was jetzt hier gleich Sache sein wird, was gleich passieren wird. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen Retrograde. Und das sollte genügen. Und dann drehen wir jetzt nochmal kurz in Richtung von unserem Target-Marker und burnen nochmal Richtung Target. Und haben da gleich eine Intersection von 400 Metern. Ich würde sagen 200 Meter. 200 Meter. So, da sind die 200 Meter. Nehmen wir. Das nehmen wir so, das machen wir so. Und wenn wir dann gleich da sind, also ungefähr da sind, werde ich jetzt gleich nochmal hingehen. So, das sollte genügen. Jetzt werden wir langsam aber sicher. So, prima. Damit schweben wir jetzt mehr oder weniger mit der gleichen Geschwindigkeit durchs All, wie unser Target. Ich weiß nicht genau, wo unser Target sich gerade befindet. Aber es sollte normalerweise hier in Sichtreichweite sein. Genau da vorne ist es auch schon. Sehr schön. Und jetzt drehen wir uns kurz in Richtung Target. Wir müssen uns eigentlich nicht wirklich in Richtung Target drehen. Doch, müssen wir. Also müssen wir nicht, aber würde ich gerne. Aber nicht irgendwie, sondern so würde ich mich gerne Richtung Target drehen, dass hier meine Kapselöffnung, das ist nämlich hier die Stelle. Wenn ich auf C drücke, dürfte ich auch aus dem Fenster gucken können. Oh, das sieht aber schön aus hier. so, dass meine Kapselöffnung halt Richtung Target zeigt. Das ist jetzt hier mein Plan. SAS disengaged, okay. Oh Gott, jetzt dreht sich das Teil ja auch noch. Wir taken kurz Data. Was haben wir da jetzt? Crew Report, EVA Report und Surface Sample. Ich wollte jetzt eigentlich nicht alles nehmen, aber wir nehmen jetzt einfach alles. Egal, wir haben auch noch andere Experimente, die wir gleich einfach returnen können. Ich hoffe mal, dass ich dadurch, dass ich jetzt ausgestiegen bin, nicht irgendwie dem Ding in irgendeiner Form Momentum gegeben habe, sodass es jetzt irgendwie wegfliegt von mir oder so. Es sollte normalerweise alles kein Problem sein. Ich mache mal RCS aus, um Treibstoff zu sparen. Aber wir haben eh noch jede Menge EVA Propellant, also RCS Fuel halt einfach. Kann ich das hier irgendwie als Target setzen? Nee. Schade. Achso, nein, ich meine, wenn ich RCS wieder einschalte, dann. Ich glaube, dann killt er sowieso mein Momentum, oder? Nee, nevermind, logischerweise nicht. Nee, erst wenn ich das jetzt als Target setzen würde. Ich fliege ein bisschen zu krass nach oben. So. Ich müsste irgendwas davon als Target mal setten hier. Kann man Docking Port als Kerbal als Target setten? Set als Target. Ha, jetzt kann ich nämlich mein Target Speed sehen. Ich meine, ich kann es eher auch visually confirmen, in welche Richtung ich hier gerade am Gleiten bin, sozusagen. Kann ich das? Muss ich an die Leiter dran, um das da reinzugeben? Ich weiß auch gar nicht, wie das läuft hier. Wie kann man seinen Körper nochmal drehen? Okay. That sort of works, I guess. Und grab. Prima. Jetzt geht's, okay. Jetzt haben wir unsere Experimente da drin. From Minmus Lowlands, blablabla. Ja, gut, das sind alle Experimente da drin gestort. Und jetzt werden wir kurz. Oh Gott, das Ding spinnt da gerade echt out of control. Und wir haben, glaube ich, auch keinen Drohnenpart dran, oder? Oh boy. Oh boy, oh boy, das wird jetzt ein Ping. Oh Gott, was geht jetzt ab? Ah, okay, wir fliegen jetzt rüber. Ich hoffe, das Ding hört gleich auf, sich zu drehen. Sonst haben wir gleich Spaß. Und mit Spaß meine ich, sonst haben wir gleich das klitzekleine Problemchen, dass ich nicht genau weiß, wie ich da drankommen soll. Ich glaube, wenn ich dagegen bounce mit meinem Körbel, eventuell kann ich die Rotation damit killen. Ui, da bin ich ein bisschen schnell. Uiuiui. Okay. Wie kommen wir da jetzt wieder rein? Wie viel Propellant habe ich noch? Genug. Okay, wir haben noch genug Propellant. Jetzt muss ich da nur wieder reinkommen. that's the thing. Habe ich.
irgendeine Möglichkeit, das Ding unter Kontrolle zu kriegen. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendein Drohnen, unbemanntes Drohnenpart da dran habe, mit dem ich das Ding kontrollen kann. Ich meine aber nicht. Oh Gott, wie machen wir das jetzt? Daran habe ich nicht gedacht. Oh Moment, können wir einfach time warpen? Ha! Trick 17, wir können einfach time warpen. Das könnte man natürlich in echt jetzt nicht machen. Übrigens, in echt passiert sowas auch teilweise, dass Sachen einfach anfangen, sich uncontrollably schnell zu drehen. Also, ob die sich so schnell anfangen zu drehen, von ganz alleine, weiß ich nicht genau. Das kann ich jetzt weder confirmen noch denyen. Ich weiß nur, dass es bei echten Weltraummissionen so Probleme schon mal gab, dass Dinge angefangen haben, sich zu drehen. Und dann, wenn man dann der Meinung war, da einen Astronauten dran zu lassen, das wäre ein bisschen gefährlich. Was ich irgendwo nachvollziehen kann. Spätestens, wenn man sieht, wie krass schnell sich Sachen im Kerbal Space Program zur Zeit teilweise drehen. Und ich muss jetzt wieder Trick 17 benutzen. Und zwischendurch ein bisschen Time Warpen. Einfach nur, um dafür zu sorgen, dass das Ding aufhört, sich zu drehen. Grab und Board. Okay. Und SRS an. Eieiei. Okay. So. Geschafft. Geschafft. Das haben wir überwindet. Genau. Das haben wir überwunden. Das hätten wir schon mal. Was ein leicht waghalsiges Manöver, würde ich mal behaupten. Aber es hat geklappt. Also alles prima. Und jetzt müssen wir noch kurz einmal quick saven, würde ich sagen. Und dann wechseln wir kurz auf unsere Station. Muss ich das Research nochmal starten oder nicht, ist die Frage. Ne, der Research schon weiter. Wir haben schon 63 Science-Punkte. Science-Daten-Punkte, wie auch immer, haben wir jetzt schon in unserem Labor. Ja, und dann würde ich sagen, wir entfernen mal ein Target. Kann man ein Target entfernen? Na, wo ist das andere Schiff? Hallo? Ich möchte das andere Teil gerne antargeten. Aber man kann einfach wechseln, oder? Man kann einfach so. Egal, okay, ist unwichtig. Man kann einfach so wechseln. Dann muss es eh nicht antargeten. Gut, das hätten wir soweit schon geschafft. Dann würde ich sagen, ich glaube, Quicksave habe ich gerade eh schon nicht Quicksave davon mal. Man kann nie oft genug Quicksaven, würde ich mal behaupten. Sind wir gerade mit unserem Minimus. Ne, wir sind mit Kerbin verbunden. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt mit unserem Minimus-Satelliten verbunden, aber sind wir nicht. Gut, dann würde ich jetzt sagen, steht als nächstes der Rückflug an. Platziere einfach mal irgendwo in der Manövernote. Eigentlich ist mir relativ wurscht, wo ich den platziere. Und dann machen wir erstmal einen fetten Burn und gucken wir, wo wir hier den vorteilhaftesten Orbit kriegen. Ich meine, wir haben noch 1000 Meter die Sekunde Delta V, aber wenn ich ein bisschen Treibstoff sparen kann, dann versuche ich es natürlich trotzdem zu machen, just in case, bevor das jetzt hier nicht klappt. Und ich glaube, umso weiter wir nach hier hingehen, wo sind wir denn jetzt gerade? Da sind wir gerade. Umso weiter wir jetzt mal kurz nach hier rüber gehen, umso besser wird der Orbit. Kann das sein? Na, da bin ich ein bisschen zu weit rüber gegangen. Ich glaube, hier so hin. Da so hin und dann ein bisschen weniger Sprit. Und. Ui, das sieht aber interessant aus. Ich glaube, da kriegen wir nochmal einen zweiten Minimus-Encounter. Ne, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist meine Manövernote, die ich jetzt so ungefähr burnen werde. Vielleicht gebe ich ein bisschen mehr Gas, vielleicht auch ein bisschen weniger, keine Ahnung. Aber das dürfte so sich ungefähr ausgehen, dass wir bis nach Kerbin zurückkommen. Ich gucke es einfach nochmal, weil ich jetzt die Manövernote habe, weil ich jetzt weiß, an welcher Stelle ich burnen muss. Und dann timen wir mal kurz darüber und dann machen wir das Burn-Manöver direkt mal. Und ich glaube, jetzt haben wir auch schon eine gute Distanz. Ich glaube, das war gerade die Station da hinten irgendwo. Jetzt haben wir eine gute Distanz zwischen uns und der Station auch wieder, lustigerweise. Ja, ungefähr 1 Kilometer an Z-Target. Ungefähr 1 Kilometer. Es ist jetzt auch nicht so krass viel, aber das wird sich jetzt gleich sehr schnell verändern, weil wir werden jetzt unsere Orbitalgeschwindigkeit natürlich anpassen, beziehungsweise sehr, sehr stark erhöhen. Mit diesem Burn-Manöver hier. Und ich werde auch noch kurz zu der Node actually ungefähr hintime-warpen. So grob zumindest. Und wir haben jetzt, glaube ich, die Tanks leer. Deswegen weg damit. Oh, hoffentlich, mir fällt gerade auf, hoffentlich, schießt sich damit jetzt nicht unsere Station ab. Und ich glaube, wir haben es jetzt auch schon. Ne, noch nicht ganz, okay. Ah, ich glaube, ein bisschen muss noch burnen, damit das hier passiert. Genau, prima. Sind wir jetzt, aber jetzt sind wir verbunden mit dem Minmus, oder? Oder mit dem, ja, mit dem Minmus-Satelliten sind wir jetzt verbunden. Sehr interessant. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt. Weil das ist gerade so ein bisschen wie so eine Schrotflinte. Ich bin vor meiner Station und habe gerade drei Tanks abgeworfen. Ich hoffe, dass ich jetzt, dass die jetzt nicht wie so eine Ladung Schrot jetzt nach hinten fliegen und die Station treffen. Aber ich bin mal zuversichtlich, dass das nicht passiert. Wenn doch, haben wir gleich ein kleines Problem. Kann ich noch wechseln? Ne, ich kann nicht mehr quick switchen, aber ich kann so switchen. Das machen wir mal kurz und gucken mal kurz jetzt selber, bevor hier ein Missgeschick passiert. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube tatsächlich, dass Debris eventuell sogar schon despawned, ich weiß nicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall irgendwann mal so war, dass ab einer bestimmten Distanz zwischen dem aktiven Schiff und dem Debris, wenn man Debris abgesprengt hat, dass das Debris, also Debris ist übrigens, ne, leere Tanks und sowas, halt einfach Müll quasi. Ich habe 5 Kilometer waren das, sobald man 5 Kilometer dazwischen zwischen seinem Schiff und dem Debris hat. Ich glaube, spätestens wenn man im Alles wird einfach despawned oder ab. Oder wenn, genau, wenn es in einem suborbitalen Trajectory ist, also wenn es quasi irgendwie in den Planeten crashen würde und eventuell auch, wenn man eine Sphere of Influence Change hat, also wie jetzt hier, ne? Wir changen jetzt hier die Sphere of Influence nach Kerbin.
Es kann sein, dass es dann einfach despawned wird. Ich weiß schon, dass es auf jeden Fall Fälle gab, bei denen Debris einfach despawned wird vom Spiel. Einfach nur, um ja, den Prozessor ein bisschen zu schonen, dass es nicht mehr berechnet werden muss. Und so weiter und so fort. Man hat mir übrigens auch in den Kommentaren irgendwas geschrieben von wegen, seit wann wäre das so mit dem Science Labor, dass wenn man von anderen Planeten Sachen zu, also wenn man von Planet A nach Planet B eine Probe bringt und die ins Labor klatscht, dass man dann mehr Science kriegt. Und die Antwort lautet, das war, glaube ich, schon immer so. Und meines Wissens ist das auch von Mond zu Mond. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist im Wiki sehr verwirrend geschrieben. Da steht irgendwas von wegen, wenn man etwas von einer Sphere of Influence zu einer anderen bringt. Und ich bin mir nicht sicher, worauf es das genau bezieht. Ob sich das bezieht auf, wenn ich irgendwas von Kerbin nach Duna bringe zum Beispiel. Oder ob sich das auch schon bezieht auf, ob ich irgendwas vom Mond nach Minus bringe oder umgekehrt, halt bei uns umgekehrt, von Minus zum Mond halt. Weil es sind halt auch Spheres of Influence, logischerweise um den Mond und um Minus. Und um Minus, weil man da logischerweise auch in den Gravitationsbereich davon switcht. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, ich bin mir aber relativ sicher, dass es tatsächlich so ist, dass es auch dabei schon so ist. Und der liebe Redux war das, glaube ich, mal wieder, der meinte, seit wann ist das so? Das ist, glaube ich, schon immer so. Also meines Wissens ist das schon immer so gewesen. Das steht auf der Wiki-Seite, die er mir übrigens auch in dem Kommentar, in dem er mir das geschrieben hat, oder den er mir dabei verlinkt hat. Die er mir verlinkt hat, die Wiki-Seite, ja, logischerweise. Da hat er mir irgendwie die Wiki-Seite vom Labor verlinkt und das steht da drin unter irgendwie Data irgendwas. Musst du mal gucken. Also falls du siehst dieses Video wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, deswegen. Musst du mal schauen, da steht irgendwas von wegen Data-Gerödel irgendwas. Wie die Daten halt verarbeitet werden. Der Punkt ist Data Usage oder so, keine Ahnung. Da steht es auf jeden Fall erklärt, da ist irgendeine Formel, wo man das, also da ist die originale Formel, mit der das Spiel das halt errechnet. Und ich finde, es macht aber auch irgendwo Sinn, logischerweise. Ich meine, logischerweise sind die wissenschaftlichen Daten, warum habe ich da jetzt wieder einen Kauf? Achso, ja, stimmt, da war ja was. Logischerweise, was heißt logischerweise, aber ich finde es irgendwo verständlich, dass die Daten, die wissenschaftlichen Daten vielleicht ein bisschen wertvoller sind, wenn ich eine Probe vom Mond auf Minus analysiere, anstatt sie einfach auf dem Mond zu, weil ich meine, die kommen vom Mond so, ne? So, da hat man vielleicht schon so ein paar grobe Ideen, Daten, keine Ahnung, man hat es da eh aufgesammelt, und da ist es schon immer gewesen. Aber was passiert, wenn ich Mondsteine zum Minzeiskugelplaneten rüberbringe? Vielleicht werden die Mondsteine auch zum Minzeis. Ich meine, Kerbal Science, ne? Also sowieso. Kerbal Science ist so eine Sache. Kerbals sind die mysteriösesten Dinge, höchst wissenschaftlich, aus irgendwelchen Gründen. I'm not gonna question that. That's just how it is. aber ja. Gut, und da haben wir jetzt gleich unseren Suborbitalflug gleich eingeleitet. Ich würde sagen, wir bauen mal runter auf 20.000 Meter, einfach nur um diesmal wirklich, oder 19.000 meinetwegen, wurscht. Einfach nur um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich diesmal nicht hier die Ehrenrunde oder die Ehrenrunden. Ich glaube, das letzte Mal habe ich irgendwie drei Ehrenrunden gedreht oder sowas, weil mein Orbit halt hier so hoch ist. 9 Millionen Kilometer wollte ich gerade sagen. 9 Millionen Meter. Wenn man nur irgendwie auf 40.000 Meter innerhalb der Atmosphäre runterburnt, dann dreht man ganz gerne mal ein, zwei Ehrenrunden. Deswegen, das möchte ich diesmal gerne vermeiden. Diesmal werde ich auch quicksaven an dieser Stelle. Was heißt diesmal? Ich quicksave so oft in diesem Spiel. Ich quicksave einfach sehr gerne. Einfach nur, ja, um sicher zu gehen, dass halt nichts schief läuft. Und ich kann es euch natürlich auch nur empfehlen. Also wie gesagt, da das ja hier ein Let's Guide ist und das für euch guide-mäßig vielleicht auch euch was bringen soll, was ich hier so labere, mache und zeige. Ja, ich kann euch nur dazu raten, quicksave so oft wie möglich. Dann geht auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nichts schief, es sei denn, ihr quicksave zu oft und in der falschen Situation dann vielleicht schon. Deswegen also oft quicksaven, aber nicht zu oft quicksaven, dass das, falls es irgendwie Sinn macht. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Time warpen. Mal kurz ausrichten, so. Und gleich müssen wir es nochmal kurz ausrichten. Jetzt würde ich sagen, so. Und ich würde sagen, wir trennen uns langsam mal von unserem Triebwerk. Schießen es irgendwie zur Seite, so. Und damit sind wir, glaube ich, bereit für den Re-Entry. Da hinten ist der Mond, glaube ich. Jawohl, da ist der Mond. Damit sind wir jetzt bereit für unseren Re-Entry. Und während ich hier am Re-Entern bin, übrigens, ja, ich versuche es immer so einmal pro Video zu erwähnen. Ich vergesse bei meinen Kerbal Space Program Videos aus irgendeinem Grund, aber irgendwie immer ganz gerne mal. Ja, wie bereits gesagt, falls ihr das hier als Guide gucken solltet, oder vielleicht guckt ihr es auch einfach nur aus Entertainment-Gründen, sag ich mal, und ihr seid neu auf meinem Kanal, dann lasst mir, uiuiui, so, fast zu weit getimewarped, aber ja, alles gut. Dann lasst mir doch neben gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr freuen und sehr unterstützen, und ihr würdet dann in Zukunft auch immer schön Benachrichtigung kriegen, wenn neue Parts dieser Let's Guide-Serie hier online gehen. Und jetzt gleich dürfte unser Orbit um uns massivst nachlassen, runtergehen hier, unsere Apoapsis. Wir sind bei. So, Moment mal, was steht denn da Schönes? 1 Minute 36, 5, also noch wandert die Periapsis nicht weg von uns. Fun Fact, falls ihr es noch nicht wusstet, man kann daran erkennen, ob man halt
also was ist Fun Fact? Es ist relativ logisch, I guess. Also für mich ist es relativ logisch. Wenn eure Zeit bis zur Periapsis hier aufhört runterzugehen und vielleicht sogar zunimmt, was aktuell nicht, doch jetzt nimmt sie zu, wenn das hier erreicht ist, also 32, 33 und so weiter, dann könnt ihr euch pretty much sicher sein, dass ihr, dass ihr nicht nochmal bis ins All zurückkommen werdet, weil logischerweise, wenn eure Periapsis vor euch wegwandert, dann werdet ihr sie nie erreichen, aka, sie wird irgendwann komplett verschwinden und dann crasht ihr in den Planeten, Anführungszeichen, aka, ihr seid im Landanflug. Habe ich denn gerade mein Booster-Triebwerk gesehen? Irgendwas hat sich hier gerade bewegt. Ich glaube, das war mein Booster-Triebwerk, eventuell, das gerade verbrannt ist oder so. Ich könnte mich aber auch irren, weil ich glaube, wir sind schon so tief in der Atmosphäre. Normalerweise müsste es schon längst verbrannt sein. I don't know. Irgendwas hat sich auf jeden Fall, glaube ich, gerade bewegt. So, aber wo landen wir? Wo landen wir überhaupt? Das würde mich kurz interessieren. Wo ist denn das Space Center? Wir landen wieder relativ in der Nähe vom Space Center. Irgendwie auch bei diesem Flug habe ich es wieder geschafft, relativ in der Nähe davon zu landen. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege, weil ich ziele halt überhaupt nicht. Ne? Ich gehe einfach hin und mache die Orbit-Burn und dann lande ich einfach irgendwo. Ich meine, es ist relativ weit. Ne? Wir sind jetzt hier schon ein gutes Stückchen davon entfernt, aber ich lande immer hier so in diesem Bereich, sag ich mal so ungefähr. Ich weiß nicht. So, die letzten paar Flüge sind alle in diesem groben Bereich gelandet. Keine Ahnung, warum. But I'm gonna take it, I'm not complaining about that, weil warum sollte ich auch? Gut, wie viel Strom haben wir uns noch? Weil wir sind gerade im Dunkeln von Kerbin, aber wir haben noch mehr als genug Strom. Hä, wieso geht denn unser Strom kaum runter? Ich habe nämlich eigentlich nur Solarpaneele, die Strom generieren könnten. Wir haben auch keine Triebwerke mehr, die jetzt in irgendeiner Form Strom generieren könnten oder fressen könnten oder whatever. Interesting. Ich weiß jetzt nicht, von wo unsere Solarpaneele angeblich nur Licht kriegen. Blocked by Kerbin, ja, das würde ich jetzt auch vermuten. I don't know. Oder verbrauchen wir gerade einfach gar keinen Strom? Ich werde übrigens langsam Zeit, meine Fallschirme aufzumachen, deswegen machen wir das auch mal. So. 8000 Meter noch und ich würde sagen, wir Physics Time Warp mal kurz noch ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Und jetzt höre ich mal kurz auf zu Physics Time Warpen, weil ich auf jeden Fall möchte, dass die Fallschirme jetzt nicht irgendwie rumbuggen, wenn sie aufgehen. Was eigentlich nie passiert, aber just in case. Ich bin gerne vorsichtig mit Physics Time Warp. Ich weiß gar nicht, wann gehen die überhaupt auf 500 Meter über der Oberfläche oder sowas? Ich dachte irgendwie, das wäre bei 3000. Keine Ahnung. Die Fallschirme haben da, glaube ich, so eine Automatik drin, dass die selber detekten, wann es safe ist, komplett aufzugehen. Oder? War das nicht so? Ich glaube, da steht irgendwie so wegen Deploy. Ja, genau, die gehen bei irgendeiner Pressure auf, glaube ich. Bei irgendeinem bestimmten Pressure-Wert oder also wenn sie den Wert erreichen oder ab einer Höhe. Da war gerade nämlich 1000 Meter als Höhe eingestellt. Aber ich meine, die stellen sich automatisch ein. Also wenn man sie noch nicht aufgemacht hat. Das kann ich deswegen jetzt nämlich, glaube ich, nicht mehr sehen. Aber wenn man sie, glaube ich, noch nicht aufgemacht hat, stellen die sich automatisch ein auf die richtigen Daten für den Planeten halt. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch und ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war. Ich kann überlegen. Ich glaube, das war schon immer so, tatsächlich. Also ich glaube, das war auch, weil man kann logischerweise Fallschirme nicht überall benutzen, aber man kann zum Beispiel auch auf, was weiß ich, auf Duna, also dem Mars quasi, oder halt auch auf Eve, aka der Planet, von dem du nicht entkommen wirst, es sei denn, du hast spezifisch geplant, dass du eine Rakete baust, die von Eve auch wieder wegkommt, weil die Schwerkraft da halt so hoch ist. Aber ich meine, das Spiel passt sich da dem Planeten irgendwie an und erhöht oder senkt dann diesen Fallschirmöffnungswert dynamisch und automatisch. Könnte aber jetzt gerade auch komplett falsch liegen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist so eine Sache, auf die ich jetzt nicht so dermaßen großartig oft achte, logischerweise, weil es sind Fallschirme, keine Ahnung. Und, ja, whatever. Gut, damit würde ich sagen, sind wir dann erfolgreich gelandet und wieder zurück auf Kerbin. Jetzt gehen wir kurz auf Recover und dann werden wir Folgendes sehen, nämlich, dass wir, wenn es geladen hat, dass wir ganze 12 Trilliarden Science-Punkte gekriegt haben, 687 nämlich. Und unsere Crew ist gelevelt auf Level 2, sehr schön. Also unsere Crew, aka Valentina, weil da sitzt nur ein Körbel drin, logischerweise. So, dann recovern wir mal kurz unsere Debris-Teile hier. Übrigens, was ich interessant finde, ich dachte mir, das merke ich mal an, man kann auf YouTube ja einstellen, welches Spiel es ist. Also wenn man Gaming-Videos aufnimmt, ich gebe uns Action, bevor wir hier irgendwie Science-Punkte ausgeben. Gucken wir kurz bei Mission Control. Science Data from Space Run. Haben wir schon Explore Eve. Flyby, Scientific Data, Flyby Eve. Das ist machbar. Das ist machbar. Solange wir da nicht landen müssen, ist alles prima. Also landen werde ich jetzt erstmal noch nicht, das irgendwann mal. Aber ich glaube, dann wird das, eigentlich wollte ich das nächste nach Duna fliegen, aber I guess ein Flyby von Eve können wir natürlich auch machen. Warum nicht, dann wird das unsere nächste Mission. Gefällt mir auch ganz gut. Also nächste Mission wird doch nicht eine Landung auf Duna, sondern ein Flyby von Eve werden. I guess. Ja genau, aber was ich anmerken wollte ist, wenn man bei YouTube Gaming, das ist ja eine Kategorie, also wenn du bei YouTube dein Video als Gaming einstellst, dann kannst du angeben, was für ein Spiel du
Spiele spielst, was für ein Spiel das in dem Video ist, das du da features. Und was mir aufgefallen ist, ist, wenn du Kerbal eingibst, also für Kerbal Space Program, dann listet er dir einmal Kerbal Space Program, Kerbal Space Program 2, das meines Wissens noch lange nicht raus ist, aber egal. Und Kerbal Space Program Enhanced Ultra Super Duper Edition seit neuestem listet er einem da auf. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Edition ist. Ich habe das mal gegoogelt, irgendwie vor ein paar Tagen. Da sind anscheinend irgendwie alle DLCs Adventsam drin. Irgendwie anscheinend kann man in der Edition von KSP vom Mond aus launchen, was ich sehr interesting finde. Müsste ich mich mal erkundigen, das klingt interessant, ich weiß nicht. Das Ding ist, das ist, glaube ich, eine Version außerhalb von Steam. Ich weiß nicht genau. Deswegen, ich weiß nicht, ob das irgendwie kompatibel wäre mit meiner Steam-Version oder whatever. Vielleicht hole ich mir das, also vielleicht hole ich mir die, also wenn man sich das irgendwie dazu kaufen kann, weil ich habe keine Lust mehr, das Spiel nochmal komplett von vorne zu holen. Also irgendwie nochmal für Vollpreis das ganze Spiel zu holen. Aber wenn man da irgendwie seine Edition upgraden kann, das fände ich interesting, wenn man vom Mond launchen könnte. Ich weiß nicht, das würde ich mal ausprobieren. Müsste ich mal schauen. Naja, gut. Ich würde sagen, bevor wir das Video aber beenden, weil ich würde sagen, das Video ist schon wieder relativ lang und jetzt noch eine komplett neue Mission zu starten, das wäre irgendwie nicht sehr smart, glaube ich, weil dann wird das Video wahrscheinlich irgendwie eine Stunde lang werden oder so. Aber ich würde sagen, wir gucken uns am Ende des Videos nochmal kurz in den Science Tree, in den Tech Tree und gucken mal kurz, was wir jetzt hier Schönes noch haben. Da wären größere RCS-Tanks, die sind auch mal ganz nett und hier haben wir noch ein. Genau, das ist eines der Module, die uns irgendwann mal als SAS-Module bezeichnet waren, glaube ich. Jetzt heißen sie halt Advanced Reaction Wheels, die hießen damals, glaube ich, ASAS, also Advanced SAS-Modul irgendwas, Gerödel, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sich die Funktionalität des Moduls geändert hat, aber der Name hat sich irgendwann mal geändert. Falls sich also jemals irgendjemand fragen sollte, was ich meine, wenn ich über SAS-Module rede, dann meine ich diese Dinger hier. Die hießen mal SAS-Module. Ich bin mir relativ sicher, die hießen Advanced SAS irgendwas. Don't ask me why und don't ask me, warum sie den Namen geändert haben. It just happens sometimes. Ich meine, die haben auch das optische Aussehen von diesem schönen Tank hier geändert, von dem schönen großen orangen Tank, den ich gerade nicht finde. Wo ist er? Ist er das? Der ist es. Der war mal orange, jetzt ist er nicht mehr orange. Seit Jahren aber auch schon. Oh, Variants Orange. I guess man kann das orange Farbschema vielleicht manuell wieder auswählen. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber gut, mal gucken, was haben wir denn noch Schönes? Noch größere Tanks brauchen wir aktuell nicht wirklich, glaube ich. Das Ding ist, das Nukleartriebwerk ist, glaube ich, auch ganz nett, tatsächlich. Die Frage ist, ob wir das brauchen. Der Atomic Rocket Motor. Das Ding ist schwer wie sonst was. Deswegen, ich mir da. Das Ding ist, ich habe das schon ein paar Mal benutzt, aber ich war mir nie wirklich sicher, was wirklich der Zweck davon. Weil das Ding wiegt so viel. So, um das Ding hier halt zu legitimisen quasi, um halt wirklich einen guten Grund zu haben, das Ding in der Rakete zu runnen, musst du halt auch schon eine mega fette Rakete haben. Ansonsten lohnt es das nicht wirklich, weil das Ding halt selber irgendwie 3 Tonnen wiegt, keine Ahnung. Was für ein Engine benutze ich aktuell immer? Die Poodle-Engine benutze ich, glaube ich, später in den All-Stages. Die hier, die wiegt. Ah, nevermind, die wiegt auch schon 1,75 Tonnen. Weil das Ding ist, diese Engine hier ist meines Wissens mega, mega effizient, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Liquid Fuel 1,53 pro Sekunde. Stand da nicht irgendwo die Effizienz der Engine? Stand das da nicht irgendwo dabei? Ich weiß auf jeden Fall nur, dass diese Engine, glaube ich, im All relativ effizient ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ob ich die mir jetzt schon zulegen werde, weiß ich nicht so genau. Was gibt es noch so für Parts? Gucken wir mal kurz. Ja, Nose Cones wäre natürlich auch ganz nett, aber man kann zur Not immer so eine Makeshift Nose Cone basteln aus anderen strukturellen Parts, I guess. Das sind Jet-Parts, die brauchen wir noch nicht so wirklich, weil ich nicht vorhabe, Jets, Flugzeuge, wie auch immer, zu bauen in nächster Zeit. Hier haben wir, glaube ich, noch ein paar mehr Science-Parts. Nein, das sind Rover-Parts mainly und MagJet, I guess. Oh, MagJet Rover Autopilot, okay, das werden wir auch nicht wirklich brauchen erstmal. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, Infrared, also Infrarot-Kram, also mehr Science-Daten einfach. Für mehr Science-Punkte ist halt auch immer nützlich. Das sind auch ganz praktisch schon mehr Prop-Buddies und hier haben wir noch. Ja, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, ich werde das im nächsten Part anlocken. Werde ich einfach das anlocken, was ich für sinnvoll halte. Weil jetzt gerade werde ich die Rakete noch nicht bauen, die nächste. Aber wenn ich dann die nächste Rakete tatsächlich am Bauen bin, ich glaube, dann macht es am ersten Sinn, dann die Parts zu anlocken. Aber das sind so die Sachen, die wir jetzt noch so anlocken können. Ich bin gerade zu überlegen, was man so anlocken könnte, aber wie gesagt, ich glaube, am meisten Sinn macht es das erst im nächsten Part dann zu machen. Wir sind auf jeden Fall wieder bei über 1 Million Funds, was schon mal ganz gut ist, aber das wird sich ziemlich schnell ändern, denn wir müssen, glaube ich, noch, genau, das kostet einfach nur 500.000, das Ding hier komplett zu upgraden, zum Beispiel. Das kostet auch fast 1 Million, das ist fully upgraded. Ja, die Upgrades hier, da werden wir noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen, leider. Deswegen, das ist zwar schon einiges an Geld, aber wir werden noch viel, viel mehr brauchen, um hier alles maximal zu upgraden und dann tatsächlich mit maximaler Effizienz Raketen hochschicken zu können. Aber ja, das war's erstmal für diesen Part, würde ich sagen. Wir haben jetzt erfolgreich unser kleines Satellitennetzwerk jetzt hier established. Hier ist unsere Station, die ist um uns auch
satellitentechnisch ausgestattet. Tatsächlich, dann haben wir hier unseren, was ist das für einer? Das ist der Kerbin-Nah-Satellit, dann haben wir den Kerbin-Fernsatellit und dann haben wir noch einen Minmus-Satelliten, der um Minmus orbitet. Und das ist jetzt unser kleines Satellitennetzwerk hier. Ich würde mal behaupten, es ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber es ist, it's definitely something. Und es funktioniert auch ganz gut bis jetzt tatsächlich, würde ich sagen. Aber ja, gut, das ist Wert ist Wert und Top of Wert, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch vielleicht auch geholfen, falls ihr selber irgendwie, keine Ahnung, ein Satellitennetzwerk gerade am Establishen seid bei eurem Kerbal Space Program Playthrough, dann guckt euch, I guess, auch den vorherigen Part an oder die letzten zwei Parts. Ich weiß nicht, ob der vorherige und dieser Part, das sind die beiden Parts, in denen ich, oder waren es drei Parts, in denen ich diese Mission hier geflogen bin. Es waren drei Parts. Die letzten, den vorletzten, den letzten und diesen Part. Falls ihr die komplette Mission sehen wollt, wie ich das Ding nach Minmus gekartet habe und dann zum Mond und dann von da aus jetzt wieder zurück nach Kerbin, dann habt ihr das volle Package. Aber gut, das war es erstmal von mir für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen und ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich erstmal von euch, wünsche euch noch einen schönen Resttag und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!